Laufen wir? Mhm. Okay. Hi Leute, hier ist Daniel von das Faltgold. Willkommen zurück zu Stack TV. Früher Morgen hier bei uns im Office. Ich bin noch ein bisschen müde, aber ich gebe mir Mühe. Ja, die Kollegen aus dem Marketing haben mich heute zu einem Reaction-Video geladen. Mubix, ich kenne den Account nicht, stellt seine Top 7 Sneaker-Trends 22 vor. Ich habe es nur nicht gesehen und bin sehr gespannt, ob ich da neue Inspirationen herbekomme oder ob ich vielleicht hier und da mal anderer Meinung bin. Let's get it on! Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mubix und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren YouTube-Video. Wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel entnehmen konntet, heute reden wir über die Top 7 / vielleicht 8 Sneaker- oder Schuh-Trends für das Jahr 2022. Er ist Schwabe, glaube ich. Ich höre das Schwebeln im Hintergrund. Wir haben letztes Jahr quasi schon mal so ein Video gemacht, das kam ja extrem gut bei euch an. Also machen wir es einfach nochmal. Der Nuschel, der genauso wie ich und ist auch so schnell wie ein Maschinengewehr. Geil. Warum hängen im Hintergrund eigentlich 8 Daunenjacken, wenn es um Sneaker geht? Warum liegt hier überhaupt Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Vor allem das Jahr 2022 wird sneaker-technisch wirklich richtig, richtig spannend. Also da haben wir ein paar geile Überraschungen, ein paar coole Sachen, auf die wir uns vielleicht freuen können, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. 2022 wirst du übertrieben fresh aussehen, wenn du eine New Balance 550 hast. Man sah schon 21 fresh mit New Balance 550 aus. Der Schuh war auf einmal so krank gehypt, du hast ihn nirgendwo mehr herbekommen, überall sold out. Die Preise sind krank gestiegen auf Stockies und so weiter, weil, Bruder, jeder wollte diesen Schuh haben. So. Das kann ich ihm auf jeden Fall direkt recht geben. 550, glaube ich, auf jeden Fall der Banger schlechthin im Court-Bereich, ist auch schon die letzten Monate und es wird jetzt gerade so weitergehen in 22. Noch lange nicht überreizt, das Thema. Gab super geile Sachen mit Emile Andor. Aura Lee fand ich sensationell. Mubix, da bist du auf jeden Fall goldrichtig. Das war so ein bisschen, hat es mich vom Hype so ein bisschen an diese Zeit erinnert, wo der Jordan 1 so auf einmal so richtig, ein bisschen so richtig Hype bekommen hat. Das war sehr, sehr ähnlich vom Feeling. Und deswegen, der Jordan ist ja bis heute noch Thema. Und ich denke, der New Balance 550 wird auf jeden Fall auch mindestens dieses Jahr, 2022, wahrscheinlich aber auch noch darüber hinaus eine wichtige Rolle spielen. Das weiß ich nicht genau. Kannst du nicht ganz mit dem Hype vergleichen? Jordan 1 hat natürlich eine ganz andere Historie mit den ganzen OG-Colorways etc. Und natürlich auch den ganzen Vintage-Stuff, alte Releases etc. Von daher, nee, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, kann man nicht so ganz vergleichen miteinander, aber beides natürlich Basketball-Schuhe. Wenn New Balance ein paar Sachen richtig handelt, ich gehe schwer davon aus, dass ein sehr ähnlicher Schuh, zum Beispiel der 650R, da gab es schon mal eine Kollabo, der kam letztes Jahr als High-Top quasi raus, ihr seht ihn jetzt hier. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass irgendwie sowas in der Art auch dieses Jahr nochmal kommen wird. Emile Andor wird ja bald die ersten Colorways ausliefern. Das lief ja über so Vororder. Auch ich habe mir einen übrigens geordert. Ich bin auch heiß drauf. Ich glaube, so der 650er zu kurze Hose, Basketballsocken, wird schon verdammt gut aussehen. Da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Ja, schauen wir mal. Und ja, ich glaube, New Balance wird alles richtig machen. Das sind ja eher leise in der Kommunikation. Deswegen passt auch Teddy Santis super gut zu New Balance. Von daher, Mubix, relax, da wird nichts überrissen, glaube ich, bei New Balance. Wird gut. Auf der Nummer 2, wie hätte es auch anders sein können, haben wir nach wie vor Nike. Und zwar mit dem Dunk. Der Dunk ist ja so, letztes Jahr war quasi so das Dunk-Jahr. Also der Jordan 1, ich habe es schon mehrmals gesagt, oder? Den haben die schon so ein bisschen übertrieben, so. Er ist echt sympathisch, muss ich echt sagen. Ich finde ihn richtig angenehm. Und die Leute haben so angefangen, nach Alternativen zu schauen und natürlich Dunk High, Dunk Low sieht dem Jordan sehr ähnlich aus. Es gibt, meine Freundin kann bis heute keinen Unterschied erkennen zwischen Jordan 1er und Dunk. Hat der auf jeden Fall so richtig Hype bekommen. Der wurde von Nike extrem ausgeschlachtet letztes Jahr. Aber wenn man sich so die kommenden Releases für dieses Jahr anschaut, kriegt man auf jeden Fall das Gefühl, dass das Thema Dunk noch nicht durch ist. Ja, ich glaube halt, dass der Dunk schlichter ist und eigentlich einfacher verträglich ist für den Konsumenten. Der 1er Jordan, der ist vorne schon ziemlich speziell geschnitten und fast schon so ein bisschen wie ein Herrenschuh, sage ich mal, vorne in der Torbox. Der Dunk ist natürlich viel simpler, recht rund, ja, verträglicher, hat kein Wings-Logo an der Seite und gerade vielleicht für die mehr modisch an die Sache rangehen und ich glaube auch für viele Frauen ist der Dunk verträglicher als der 1er Jordan. Von daher glaube ich auch dieser fette Erfolg um den Dunk jetzt.
Als drittes müssen wir auf jeden Fall dieses Jahr über den Jordan 4er sprechen. Seit dem Jordan 1er Hype ist es ja für viele Leute schwierig geworden, an diesen Schuh ranzukommen. Und ich hatte das Gefühl, die Leute haben so ein bisschen geschaut, rechts, links, was finden wir für Alternativen, dass wir auch quasi fresh unterwegs sind im Jordan, im Nike-Milieu quasi. Aber halt nicht 1er High, weil wir kommen gerade nicht dran. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass der Jordan 4er so ein bisschen wirklich so einfach eine gewisse Popularität auf jeden Fall bekommen hat. Und ich glaube. Ja, aber hey, nicht weil der 1er... Schwer zu haben ist, der 4er ist, glaube ich, ein komplett anderer Look. Das ist, glaube ich, einfach eine Parallelerscheinung, beide unter dem Jordan-Dach. Und ja, allein schon der Off-White-4er, dieser creamfarbene, der war ja mega gehypt. Aber ja, ich finde 4er auch sensationell, gerade White Cement. Vielleicht kann man mal ein Bild einblenden. Gerade so die alten Retro-Release oder die alten Vintage-Modelle, die allerersten Retros praktisch. Jo, Güzel. Oder natürlich OG. Geil. Mit Nike hier hinten natürlich. Und ich glaube, dieses Jahr wird erst recht so das Jahr sein, wo der Jordan 4er bei vielen oder generell vielleicht auch einfach bei der breiten Masse ankommt, so wie der Air Force oder wie der Jordan 1er das auf jeden Fall getan hat. Mein Bruder, sag mal ehrlich, ich fahre nach Berlin, meine kleine Cousine, Alter, die ist so groß, die trägt Jordan 1er, Alter. Das ist einfach bei der breiten Masse angekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dem Jordan 4er eben jetzt auch so langsam aber sicher passiert. Auch das glaube ich nicht ganz. Der 4er Jordan ist auf jeden Fall deutlich spezieller. Gerade mit dem Grid seitlich, mit Airfenster, ist auf jeden Fall, und der ist ordentlich bulky auch, von daher kann man, glaube ich, nicht vergleichen mit einem 1er oder auch nicht mit einem Air Force. Ich glaube, diese Massenerscheinung wird der 4er Jordan definitiv nicht bekommen, aber auf jeden Fall nach wie vor ein Schuh, der on trend ist, von daher, ja, gebe ich dir halt recht. Auch wenn man sich die Releases anschaut, die so ein bisschen anstehen für nächstes Jahr, gibt es auf jeden Fall ein paar coole Colorways von dem Jordan 4er. Zum Beispiel hier dieser Canvas. Weißes Canvas. Es gab auch einen Dunk mit SB, Tokyo heißt der. Kann man vielleicht mal einblenden. Auch das weißes Canvas. Absolutes Todesurteil für diesen Schuh. Wenn du auf irgendein Event gehst, fällt dir ein Stück Currywurst auf diesen Schuh, ist der Schuh tot. Also Canvas und Weiß an einem Schuh. Mutige Kombination, aber geil auch. Also mir gefällt es auch, aber ja, einmal dreckig, nie wieder sauber. Also Jordan 4 auf jeden Fall ein Auge drauf behalten, kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das ein Sneaker ist, der dieses Jahr eine wichtige Rolle spielt. Und als viertes haben wir einen Schuh, den ich persönlich noch sehr kontrovers finde. Von Optik kann nicht entscheiden, finde ich den geil oder finde ich den Optik her. Richtig komisch. Das ist wieder ein New Balance und zwar der XC72. Also schaut euch das an, dieser Schuh, der ist auf jeden Fall spannend. Der ist auf jeden Fall spannend. Ich weiß nicht, so diese Sohle, die so, die wirkt so, als ob die so gesagt hat, Bruder, nein, ich will nicht unten chillen, ich will auch so. Versteht, was ich sagen will? Oder schaut euch mal den Schuh an. Also die Sohle, die wickelt sich quasi so noch um. Die wickelt sich um den Schuh. Was auf jeden Fall sehr interessant macht, sehr spannend macht. Und ich kann mir sehr. Aber ey, absolut recht. Geiler Schuh, hat vielleicht so ein bisschen dieses ganze Sakai Nike Vintage Running. Thema nochmal auf weitergetrieben vom Look her. Gerade mit den Collabs mit Casablanca. Ja, gute Wahl. Und da gebe ich dir recht, das könnte doch so ein richtiger Trend werden, auch wenn der Schuh natürlich, wie du sagst, sehr speziell ist. Aber ey, guter Pick, Mobix. Die Sohle wickelt sich um den Schuh, ist geil. Wir müssen ja auch nicht drum rumreden. Es ist ja tatsächlich so, obwohl die Silhouette vielleicht einfach ein bisschen komisch ist und so, sobald viele Leute das tragen, gewöhnt man sich an den Anblick und dann findet man auf einmal geil. Also sagen wir mal ehrlich, Yeezys und so weiter, das war ja am Anfang nie anders. Auch das Thema Foam Run und so, also so funktioniert halt einfach das Game. Ey, da hast du auf jeden Fall recht. Man muss sich oftmals gewöhnen, wie bei einem Album manchmal. Man muss ein Album mehrfach hören, um es gut zu finden. Und genauso ist es auch bei vielen Sneaker-Trends. Ich weiß noch genau, als ich erstmalig im Showroom bei Nike den Roshe Run gesehen habe, wann waren das? Vielleicht so 2010 vielleicht? Könnte sein. Habe ich gedacht, ey, Leute, den Schuh, den können wir niemals verkaufen. Was ist das für ein seltsamer Schuh? Dünner Stoff fällt in sich zusammen. Ein Schaumstoffklotz als Sohle, kann man nochmal einblenden, die allerersten Roshe Runs. Und ey, es hat ein halbes Jahr gedauert. LeBron, alle haben den Schuh gespottet. Und auf einmal einer der erfolgreichsten Silhouetten überhaupt der letzten 10 Jahre. Ja, man muss sich manchmal dran gewöhnen. Bin ich bei dir. Und auf der Nummer 5 ein absoluter All-Time-Klassiker, der wird wahrscheinlich nie wieder weggehen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das nur so mein Empfinden ist, aber ich habe das Gefühl, Nike macht das auch sehr clever bei dem Air Force One. Und zwar, dass da immer mal wieder neue Varianten rauskommen. Jo, jetzt hör mal auf, Air Force One als Trend zu bezeichnen. Jetzt hör schon auf. Ist doch kein Trendschuh. Air Force One, der wird für immer bleiben. Genauso wie Chucks, das ist ein Staple, sagt man, glaube ich.
Also da, nee. So nicht, das ist auf jeden Fall kein Trend. Air Force wird einfach niemals weg sein. Ich glaube, da ist Europa vielleicht ein bisschen der USA hinterher, wo der Schuh einfach schon immer ja, basic und essential ist. Und genauso ist es inzwischen, glaube ich, auch hier. Von daher kein Trend, sondern ein Essential. Und auf der Nummer 6 haben wir ein Thema, eher das ist jetzt nicht ein bestimmter Schuh, sondern generell eher so ein Thema, und das ist das Thema Slides. Und angestoßen wurde das alles ja von den Yeezy Slides, und ich glaube, die werden nach wie vor auch dieses Jahr ein sehr, sehr spannendes Ding sein. Da werden immer wieder neue Colorways kommen, und dann wurde das ja so ein bisschen erweitert, dann kamen die Foam Runner und dann irgendwann war Birkenstock wieder geil. Und ich glaube generell so dieses Thema Slides, zwar nicht jetzt, Bruder, weil jetzt würden deine Zehen einfach abfrieren, die werden dann so tot, aber zum Sommer hin, wenn es wieder wärmer wird, ist auf jeden Fall Slides wieder so ein Thema. Ich kann mir vorstellen, wer sich an den Foam Runner wirklich rantraut. Ich würde das, glaube ich, mal probieren. Ich kann mir vorstellen, das ist ein richtig gemütlicher Schuh. Gute Frage. Ich habe auch noch nie angehabt, Foam Runner. Ich habe ja leider Gottes Schuhgröße 45. Da sieht es, glaube ich, nicht so fresh aus. Aber wie atmet man im Schuh? Geht es? Ich meine, hat er viele Löcher, aber ist halt Gummi. Aber ja, tragen so viele, wird schon cool sein zu tragen. Und auf der Nummer 7 ein Thema, wo ich glaube ich, also das ist jetzt so eher spekulativ, also ich bin mir nicht sicher, ob das ein Trend wird. Was kommt jetzt? Es fehlen auf jeden Fall noch ein bisschen was in Sachen Running. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wieder zurückkommt, und zwar der Yeezy 350er. Ich glaube, der 350er, einfach dadurch, dass Yeezy jetzt wirklich so mehr wieder den Fokus drauf legt, dass da wieder immer wieder neue Modelle rauskommen und vor allem jetzt dieses Thema Knit auch bei dem 350er Thema geworden ist, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass der Schuh wieder zurückkommt. Und sei mal ehrlich. Ich glaube, dieses, wirklich gerade dieser Sockeneinstieg oben, wie eben gezeigt, diese ganz dünne Knit-Variante oben am Socken, am Schaft vom Schuh, dass es aussieht wie ein Socken, so rum. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen, dass es wirklich wieder en vogue kommt. Alright, Freunde, und das war's auch schon. Damit sind wir am Ende von dem Video angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, und schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Was für einen Trend habt ihr quasi eh schon gewusst? Was ist für euch jetzt eher neu gewesen? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, und ich würde vorschlagen, wir sehen uns am Donnerstag. Alright, ey, hat Spaß gemacht. Ja, Leute, ich bin gespannt, wie ihr das seht. Schreibt auch gerne mal in unsere Kommentare. Ob ihr Mubix weitestgehend recht gebt, ob ihr vielleicht noch den einen oder anderen Trend seht, der ausgelassen wurde. Ich glaube, so gerade im Bereich Running, 2000er etc. geht noch ein bisschen was. Aber ey, hat super Spaß gemacht. Ein richtig sympathischer Zeitgenosse. Werden wir uns öfter mal reinfahren. Videos von Mubix. Also, auf bald. Ciao, ciao.